Ja, servus. Heute ist es sehr warm. Gefühlt 40 Grad. Also ich bin irgendwie noch im Wintermodus vom Körper her. Das ist brutal, ich schwitze. Nichtsdestotrotz trifft es sich ganz gut. Denn einerseits möchte ich heute natürlich mich bei euch bedanken für über 100 Abonnenten. Nichtsdestotrotz möchte ich mich heute eben bei euch bedanken für über 100 Abonnenten. Dazu heute extra mal sogar in der Flasche ein Bier mitgebracht. Mein Favorite, Tegernseer Hell. Wer das nicht kennt, unbedingt mal ausprobieren. Super Bier, sehr lecker. Ja, läuft ganz gut. Und deswegen machen wir das Bier jetzt auf euch. Danke für eure Abonnements. Vielleicht wären es mehr. Schauen wir mal, wie vielen meine Videos noch so gefallen. Und erstmal auf alle anderen. Prost! Das tut gut. Also so viel wie ich jetzt geschwitzt habe, war das bitter nötig, mal wieder was zu trinken. Ja, was gibt es noch zu sagen? Vielleicht ein bisschen, was euch so auf dem Kanal erwarten wird. Und auch nicht. Erwarten werden euch Touren durch Wälder, durch Berge, wo auch immer, mit eben Zeug dabei. Entweder kocht man dann mal was auf der Tour, baut sich eine Hängematte auf oder ein Ground Setup oder was auch immer. Was ich nicht machen werde, ist große Lager irgendwo in den Wald bauen. A, habe ich dazu keinen passenden Wald. Ja, das ist jetzt nicht ganz so meins mit dem Lagerbau. Also von daher, nee, nee, irgendwelche großen Lager oder irgendwelche Holzdinger da in den Wald bauen, nee, mache ich. Ansonsten, wie schon angekündigt, also Kajak ist ganz klar, es wird Kajaktouren geben. Morgen wird eine Kajaktour sein, da werde ich mit meinem Vater auf der Loisach unterwegs sein, von Eschenlohe nach Großweil erstmal zum Antesten. Und zumal auch mal schauen, wie mein Dad da so das Ganze noch mitmacht. Und ja, dann Seetouren, Flusstouren. Müssen wir mal schauen, was sich da alles ergibt. Also einiges habe ich im Kopf. Mal schauen, was davon klappt. Ja, vielleicht auch mal mit dem Rad, dass man irgendwie eine Tour macht und da irgendwie irgendwo mal vielleicht übernachtet oder so. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Also Ideen habe ich viele. Mal schauen, was sich da umsetzen lässt. Und auch, ja, wie weit man da natürlich dann mit der Familie das in Einklang bringt. Ich meine, ich mache zwar jetzt schon länger so Touren und gehe durch die Natur, fahre Kajak und so weiter. Hab's aber bisher halt eben noch nicht festgehalten auf Video, so in der Form, bis halt immer Fotos. Jetzt mal auf Video ausprobieren, wie das ist. Wie gesagt, ich bin bei über 100 Abonnenten, mache nicht groß Werbung für meine Videos, bin nicht auf irgendwelchen Communities aktiv, dass ich das jetzt irgendwie da groß anpreisen würde oder so. Also, so wie sich das ergibt, ergibt es sich. Ich bin da, ja, relativ entspannt. Ich mache da so mein Ding und wie gesagt, würde mich freuen, wenn es den einen oder anderen interessiert, wenn ihr da mitkommt. Vielleicht, wenn ihr mir auch irgendwelche Tipps gebt, was ihr so macht, wie ihr das macht, ob ihr irgendwas verändern würdet an Ausrüstung oder Vorgehen oder wie auch immer. Ja, also ihr seht, ihr könnt mit mir noch jede Menge neue Abenteuer erleben.
wir können gemeinsam Dinge uns überlegen und machen, wir können gemeinsam von irgendwelchen Erfahrungen profitieren. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt und wie wir das so gestalten dann. Was auch ein Thema sein wird, das ist Barbecue mit meinem Smoker oder mit meinem Gasgrill oder Holzkohle oder was auch immer. Der Trend geht ja zum Drittgrill. Die, die grillen, die wissen das. Also ein Grill allein tut es einfach nicht. Du brauchst einen Kohlegrill, du brauchst einen Gasgrill, du brauchst einen Smoker. Allein schon wegen den verschiedenen Garzeiten und Garstufen und Temperaturen. Auch da werde ich jetzt da mal das ein oder andere Video zu machen. Wie gesagt, Fotos und so mache ich seit vielen, vielen Jahren auf meinem anderen Instagram-Account. Der Dive Wader-Account. Taucherisch, klar, das passt jetzt nicht hier ganz zu dem Kanal. Auch da könnte ich mir überlegen, ob man nicht Tauchen in Verbindung mit Overnighter und so verbindet und Outdoor-Küche. Also wie gesagt, es gibt so viele Ideen, die ich da hätte, die man machen kann. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht, was ihr gerne sehen wollt. Ich bin da relativ offen. Hör mir das gerne an. Dann schauen wir mal. Genau, so viel zu dem, was in Zukunft vielleicht ansteht. So, jetzt wird's Bier langsam schon langsam warm. Jetzt wird's Bier dann schon langsam warm. Das heißt, das muss weg. Danach werde ich mir dann irgendwann noch einen Kaffee machen. Vorher werde ich aber noch die Hängematte und das Tarp vielleicht kurz vorstellen. Aber das Bier muss weg, das wird warm. Wie gesagt, es ist zu warm, ich schwitze. Das ist nicht mehr normal. Ja, schauen wir mal. So, letzter Schluck. GoPro-Aufnahme stoppen.